Vor etwa einem Monat hat Displate auf Reddit eine Umfrage gestartet, welches von den fünf Scandi-Girl-Motiven als Limited Edition Displate erscheinen soll. Uns gewonnen hat mit gutem Abstand Motiv Nummer 5, die Hydra. Tja, und diesmal macht Displate alles ein bisschen anders und veröffentlicht die Hydra in zwei Versionen. Wir schauen uns die beiden Versionen jetzt nacheinander an und fangen mit der Dawn Hydra. Dass Displate diesen Weg gegangen ist, beide zu veröffentlichen, finde ich auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite schwierig. Mir gefallen die weißen Farben ja sowieso schon immer besser. Man sieht ja jetzt hier gleich von Scandi Girl die anderen drei Motive, die im Original ja auch mit einem weißen Hintergrund designt wurden. Und Displate hat dann in der Limited Edition diese leider mit einem dunklen Hintergrund ausgestattet, was mir nicht so gut gefallen hat. Widmen wir uns jetzt mal der Dusk Hydra mit dem dunklen Hintergrund, der sich natürlich dann auch besser in die bestehende Trilogie einfügen wird. Ja, es wird jeweils 500 Stück geben. Auf der Seite von Displate gibt es momentan noch kein Video dazu und auch keine weiteren Informationen über die Features. Aber man sieht ja schon auf den Bildern, dass es hier wahrscheinlich so Richtung Goldpuder und den normalen 3D-Effekten gehen wird. Generell gefällt mir dieses Motiv sowieso wirklich sehr gut. Ich habe auch einen Sticker davon und bin wirklich froh, dass dieses Motiv jetzt auch als Limited Edition rausgekommen ist, auch wenn ich mich damals beim Voting für ein anderes Motiv entschieden habe. So sehen dann alle vier Motive nebeneinander aus. Obwohl es den dunklen Hintergrund hat, habe ich das Gefühl, dass es doch nicht so ganz zu den anderen drei passen möchte. Hier sehen wir beide mal im Vergleich. Ich finde, beide Versionen sind sehr gut gelungen und ich tue mir schwer, mich für eine Version zu entscheiden, würde aber die weiße bevorzugen. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Version gefällt euch am besten und wie findet ihr das, dass Displate jetzt das Motiv in zwei Varianten rausbringt? Das soll es dann auch schon gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.